Einst pulsierte diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität. Dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Zeit fürs Training, Faith. Ja, ich weiß, du hast es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieh dir das neue Trainingsgelände an. Schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? Willkommen zurück. Dass wir uns so schnell wiedersehen. Will, dass ich etwas Sparring mit dir mache. Du kennst ihn ja. Bereit? Also los! Okay, Faith. Lass uns ein bisschen Entwaffnen üben. Nur für den Fall. Vergiss
Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und dann einzeln im Kampf ausschalten, Faith. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Drake hat einen Job für dich, Sir. Meld dich bei ihm. Faith, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Bis später, Faith. Deswegen heiß, Faith. Klingt, als einer Black Ops zu dir unterwegs. Die haben einen Tipp von dem Nachrichtenheli. Callahan liegt in den Umfragen vorne und Monroe und Doherty sind hier haben sie gleich auf den zweiten Platz. Hey, lassen Sie den Kopf schnell auf Ihre Hände, sonst eröffnen wir das Feuer! Der Funk dreht durch. Raus, da, Faith. Ich gebe dir Celeste. Bist du da, Sir? Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Faith ist unterwegs. Halt dich bereit. Kopf voraus, du musst durch sie durch. Lauf zu Celeste, es sind noch mehr Kopf im Anmarsch. Beeil dich, die CPS klebt an dir. Hey, wirf den Koffer rüber. Okay, ich übernehme. Okay, die sind hart drauf, Cell. Ich komme klar. Shit, hau ihr ab, los! Du musst von dem Dach runter, Faith. Egal wie tust, einfach. Shit,
entspannter Job werden. Warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Mark. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuchst zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Reifer! Klar, verstehe. Bis dann, Merck. Schusswechsel! Wiederhole, Schusswechsel! Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlen Drive. Seien Sie vorsichtig! Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey! Mark! Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich. Bin fast da. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche herauszufinden, was los ist. Kleinen Moment.